Das war, als ich in Neuseeland war. Und ich glaube, das ist vor 4 Jahren, 4 oder 5 Jahren gewesen. Und ich habe in Neuseeland, ich hatte irgendwie totale Not, Badeanzugnot und wollte unbedingt einen roten Badeanzug. Also ich bin vor 18, 19 Jahren nach Portugal gegangen, in Urlaub. Und das war nach dem Abitur. Dort habe ich mich in das Surfen verliebt. Also ich kannte Wellen gar nicht, aber ich habe mich so am Strand gelangweilt, dass ich dachte so, was machen die da? Und so habe ich dann vor 19 Jahren mit dem Surfen begonnen und seitdem auch nicht mehr aufgehört. Und bin auch deswegen in Portugal geblieben. Und auch als Frau gab es nicht viele Surferinnen, die gut waren. Und es war für mich dann irgendwann auch einfach, Jobs zu bekommen. Ich glaube, das ganze 18 Jahre, 19 Jahre hier zu sein und das Ganze hat hauptsächlich, glaube ich, funktioniert, weil wir jung waren, naiv und keinen Plan hatten. Also wir haben uns das nicht, wir sind nicht ausgewandert, wir haben uns das nicht überlegt, was machen wir jetzt da, sondern es war wirklich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Plötzlich waren es 2 Jahre, dann waren es 5 Jahre. Dann hatte man sowieso schon seine Freunde alle hier, dann hatte man einen Freund hier, und so ergab sich das. Irgendwann war das einfach das Leben. Also es war nicht geplant und ich glaube, dadurch hat es war einfach, das Leben hat uns das so hingelegt. Alentejo ist, es ist sehr portugiesisch, es ist sehr simpel, es ist sehr natürlich. Die Kinder leben draußen, sind sehr naturverbunden, man hat das Meer direkt um die Ecke und es ist irgendwie, also ich würde sagen, in der Algarve kann man schnell irgendwie die Füße vom Boden verlieren und Alentejo erdet. Also hier sind Leute, die wollen ankommen, die Projekte machen, die... Also ob es Portugiesen sind oder auch Ausländer, es ist einfach, Leute hier haben Ruhe. Ich habe viele, viele unterschiedliche Bretter gesurft, habe nicht zu schnell auf ein kleines Brett fokussiert, sondern man muss beim Surfen, ist es wichtig, dass man erstmal viele Wellen nimmt. Größeres Brett, man nimmt mehr Wellen. Das ist wichtig beim Lernen. Das zweite ist, dass man Spaß hat. Also man lernt Surfen wirklich nur, wenn man es liebt und Spaß hat und Spaß dabei. Das heißt, wenn man im Wasser ist, man ist mehr unterm Wasser und wird mehr gewaschen, als dass man Wellen hat. Und das muss Spaß machen. Das ist das Wichtige. Man muss wirklich spielen. Das ist wichtig. Ich habe irgendwann angefangen zu longboarden. Also ich surfe auch mal meine Shortboards, aber Longboard ist schon da, das kann ich ganz gut. Ein paar Contests gemacht und gewonnen. Und große Wellen ist für mich, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Angst vorm Wasser. Ich habe Respekt, aber ich habe keine Angst. Für mich ist alles der Drop, also wenn man die Welle runtersurft, das gibt mir viel. Also ob ich nur einen Trick mache oder sonst was, aber ich glaube, es ist dieser Moment und diese Energie vom Wasser. Und das kann für mich so groß sein, wie es eben möchte. Ich habe da keine Sorge. Ich habe wie so eine Verbindung mit dem Wasser, baue ich auf. Also es ist auch, das ist ein Tipp, den ich sagen kann. Mach dich nicht zum Feind mit der Welle, sondern werd Freund mit der Welle, wenn du rauspaddelst. Wir haben außerhalb diesen Surf-Fotos und Surf-Collections, machen wir Retreats mit My Marini, die eben auf Yoga und Surf fokussieren. Und da haben wir... eigentlich immer im Herbst 5 Tage langes Get-Together mit tollen Leuten und toller Stimmung, tollen Vibes und gesundem Essen, was wir dann hier in einem schönen Ort im Alentejo normalerweise dann ausführen.